Hallo zusammen, heute zeigen wir euch ein Stativ, ein mobiles Stativ für Kameras oder auch für Smartphones. Im Lieferumfang ist gleich enthalten der Smartphone-Adapter, wo jetzt hier mein Handy schon drin ist. Ihr könnt natürlich auch jede Kamera montieren, die ein normales Stativgewinde hat. Modellbezeichnung ist G1 Tripod. Wir sprechen hier von einem Gesamtgewicht von dem Stativ von 215,5 Gramm, sodass ihr das wirklich bei jedem Spaziergang oder bei jedem Ausflug locker mitnehmen könnt. Und es kann ein Gewicht tragen bis 1,2 Kilogramm. Mit im Lieferumfang auch dabei ist ein Fernauslöser. Hier befinden sich drei Tasten drauf, zwei Fotoknöpfe für iOS und für Android und an der Seite ein Ein- und Ausschalter. Gekoppelt wird es ganz simpel. Ihr macht den Schalter auf On, geht in euer Handy, geht in die Bluetooth-Einstellung, dort wird er euch angezeigt und ihr könnt euch sofort koppeln. Im Handy haben wir jetzt schon mal den Fotomodus aktiviert. Jetzt einfach nur Knopf drücken und das Handy löst aus. Interessant ist auch, dass das Handy bei beiden Knöpfen auslöst, obwohl es mit iOS und mit Android gekennzeichnet ist. Ist nur eine Randnotiz, ist jetzt nicht weiter tragisch, ist einfach so. Wir tun euch die Kamera bzw. das Stativ jetzt mal an verschiedenen Oberflächen befestigen, sodass ihr mal verschiedene Eindrücke davon bekommt, was man so alles anstellen kann. So, wir tun es jetzt mal an einem Geländer befestigen. Hierzu einfach die Füße schön stabil drumherum wickeln, dass das auch einen guten Halt hat. Ihr wollt ja nicht, dass euer Handy oder eure Kamera abstürzt. Aber jetzt kann hier passieren, was will. Hier wird so leicht nichts abstürzen und jetzt könnt ihr super Fotos machen. Man kann es auch natürlich auf dieser Position bewegen. Ja, der Halt ist immer noch da und die Kamera kann loslegen. Auch an nicht festen Oberflächen, hier wie zum Beispiel an einem Seil, auch gar kein Problem. Hier auch jetzt mal gerne kopfüber, einfach nur schön eng drumherum schlingen. So ist es auch kein Problem. Und jetzt könnt ihr auch aus so einer Perspektive Fotos machen. Jetzt testen wir auch mal so eine Position, mal schauen, ob das hier hält. Wir haben jetzt nicht so viel Auflagefläche, aber ach doch, die Füße schaffen das locker. Das ist kein Problem. Auch auf so Oberflächen bzw. so Gegenständen sowas zu fixieren. Passend jetzt in der Poolsaison ist das natürlich auch ein super geiles Gadget, um es an eurer Poolparty, an eurem Pool mit zu befestigen. So könnt ihr nämlich die Poolparty feiern und könnt richtig geile Selfies machen. Wenn ihr Fragen zu dem Stativ habt, schreibt ihr uns einfach in die Kommentare. Der Kauflink natürlich wie immer in unserer Infobox und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!